Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer Folge vom realen Irrsinn. Und weil es kam und sich jemand darüber beschwert hat, warum das Dauerwerbesendung da oben steht, ganz einfach. Es kann immer wieder zu Werbung kommen. Hin und wieder mache ich verbale Werbung für Holi oder ich sage, was ich für ein Mikrofon hier habe, von wem das ist oder was ich hier sonst an Equipment habe. Das kann man alles als Werbung auffassen. Deswegen blende ich das ein, damit mir da keiner an den Stuhl treten kann und sagen kann, hier, du hast unerlaubt Werbung gemacht. Ich bekomme aber nichts für die Werbung. Wenn das der Fall wäre, würde ich das noch zusätzlich kennzeichnen. Ich wollte es nur mal gesagt haben, damit ihr es wisst. So, aber wir haben heute wieder eine Folge vom realen Irrsinn. Man könnte sagen, dass mit der Werbeeinblendung ist auch ein realer Irrsinn, aber er ist leider nötig. Aber heute haben wir wieder eine Folge, die uns vom Schildi 1 vorgeschlagen worden ist. Und zwar geht es heute um einen Radweg, und zwar um einen ganz besonderen Radweg. Der ist in Erfstadt. Also wer aus Erfstadt kommt, weiß jetzt, um was es geht. Nämlich um den Solarradweg. Wir schauen uns mal zusammen an, was es damit auf sich hat. Weil, was zum Geier muss man mit einem Solarradweg machen? Also vielleicht sind die Lampen solarbetrieben. Das wäre natürlich schön umweltschonend. Aber ich habe das Gefühl, das ist es nicht. Aber schauen wir es uns zusammen an. Wir wechseln mal rüber. Ihr seht wieder den berühmten Extra-3-Zwerg vom realen Irrsinn. Und wir starten zusammen rein. Dieser Radweg in Erfstadt, oh mein Gott, ist einzigartig. Nicht wirklich Ihr Ernst. Sie haben nicht den Radweg mit Solarpanelen gepflastert. Also echt, nee, sowas, auf solche Idee muss man erstmal kommen. Im Herbst 2018 wurde hier Geschichte geschrieben, dank tausender Solarpaneele. Erstmals in Deutschland erzeugt damit ein öffentlicher Weg Solarstrom. Ich sag mal so, also nachhaltiger Strom ist ja gut. Gerade heute, also am Tag heute, wo ich das aufnehme, ist der 15. April 2023, schreibt Deutschland Geschichte, die letzten drei Atomkraftwerke werden abgeschaltet. Man kann halt davon, was man will. Heißt aber, nachhaltiger Strom wird jetzt noch wichtiger. Aber muss das unbedingt ein Radweg sein? Ich weiß ja nicht, also, okay. Gut, bei der Eröffnung des Solarradweges regnet es, aber das muss ja kein schlechtes Omen sein. Ich bin mir da sicher, das war ein schlechtes Omen. Die Bundesumweltministerin erkennt das riesige Potenzial in diesem Pilotprojekt. Das ist wirklich sehr innovativ. Das ist ein ganz tolles Projekt und deswegen bin ich heute auch gerne hier. Auch im Regen. Ja, warum nicht? Also auch Regen kann schönes Wetter sein. Ich sage immer, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung oder falsche Kleidung. Bei mir kommt jetzt hier gerade wieder die Sonne raus. Das ist wunderbar. Deswegen werde ich jetzt wieder heller. Nur nicht wundern. Aber gut, das wäre, also Sonne wäre jetzt wieder perfekt für hingeht für den Solarradweg. Oder entsprechende Solarkraftwerke auf dem Balkon. Ja. Es gibt auch viel Geld vom Umweltministerium. 150.000 Euro für 90 Meter Teststrecke. Wow, also über 10.000 Euro pro Meter? Ja. Dieser Belag absorbiert auch ein bisschen den Schall. Wir können ihn erwärmen, um im Winter Schnee abzutauen. Gut, das mit dem Schnee abtauen klappt nicht so wirklich, aber Solarstrom erzeugt er. Auch eher Solar. 12.000 Kilowattstunden im Jahr war das Ziel. Nach einem Vierteljahr sind immerhin schon 95 geschafft. Wow! 12.000 wollen sie erreichen nach einem Vierteljahr, also drei Monaten, haben sie 95. Hey, da müssen sie sich aber in den restlichen Monaten ganz schön ranhalten. Und wenn man da mal sieht, genau das habe ich nämlich erwartet. Man hat ja gerade gesehen, wie die Paneele nach einer gewissen Zeit aussehen. Glas eingedrückt, Glas kaputt, Löcher drin. Klar, wenn Fahrräder darüber fahren, es gibt Räder, die haben auch mal einen Stein drin und wupp ist das Glas hinüber. Also das war eine völlig unsinnige Idee. Wir haben das ja auch als Testanlage konzipiert und jetzt gesehen, dass wir die ersten Schäden haben. Das ist für uns relativ normal. Relativ normal. Bei visionären Projekten gibt es ab und an mal Kinderkrankheiten. Ja, man hätte sich ja auch vorher überlegen können, dass man da was anderes drauf macht als solch Billigglas oder was. Also ich weiß nicht.
Wie wäre es vielleicht mit Gorilla Glass gewesen? Also auf meinem Handy zum Beispiel ist das drauf und das ist mir jetzt schon ein paar Mal runtergefallen und trotzdem ist es noch ganz gut. Andere haben nicht so das Problem. Ja, genau. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also unser Kistenkanal hat jetzt gerade einen sehr schönen Vorschlag. Falls jemand aus Frankfurt zuschaut, wäre doch mal eine Idee, einen Tunnel bauen, so aus Holz mit Ranken drüber. Wobei, eine andere Idee, um das Ganze mit dem Solarstrom, wie wäre es mit einem Tunnel und Solarpaneele über den Tunnel? Wäre doch eine Idee. Man kann drunter durchfahren und trotzdem nur so ein Gedanke. Die Probleme am deutschlandweit einzigartigen Solarradweg in Erftstadt, die reißen einfach nicht ab. Jetzt sind mehrere Module durchgeschmort, die Anlage geht vom Netz. Große Gewinne kann man so nicht machen. Nein, ich würde eher sagen, das waren große Verluste. Wo ist der Bund der Steuerzahler? Da wäre wieder was fürs, ich glaube, schwarze Buch ist das immer. Ja, genau. Ja, okay, gut. Dann habe ich das nicht weit genug gedacht, Kistenkader. Das ist natürlich auch schön so zusammen. Das passt halt auch wunderbar in die Natur. Ja, klar. Mit Dekoranken ist das in Ordnung, ja? Finde ich gut. Gute Idee. Können wir mal weiterreichen. Wäre mal was, was man bei der Stadt Frankfurt einreichen könnte. Aber ehrlich gesagt ist mir das egal. Wir setzen hier ein wichtiges Zeichen für den Klimaschutz. Ein sehr wichtiges Zeichen, das seines Zeichens nur noch so da liegt. Jetzt hat Erftstadt den Stecker gezogen. Ja, genau. Das heißt 150.000 Euro in den Sand gesetzt und 90 Meter Unsinn ist wieder mal gemacht worden. Aber ist schön, dadurch haben wir eine Folge realer Irrsinn gekriegt, ja? Weil der Hersteller den Solarradweg einfach nicht repariert, wird er nun vor der Sonne geschützt, über Monate. Die Stadt will, dass er ganz abgebaut wird, doch wie im Grunde seit Beginn des Projekts nichts passiert. Ja, das ist doch typisch. Man macht was, es funktioniert nicht, statt es zu ändern oder zu verbessern oder wie jetzt da gewünscht abzubauen. Nee, bleibt einfach liegen. Aus der gut gemeinten Idee wird eine Verschandelung. Ja, also ich finde, das sieht absolut grottenhässlich aus. Da hätten sie lieber den Weg offen lassen sollen. Das Aus für den deutschlandweit ersten Solarradweg in Erftstadt hat jetzt ein juristisches Nachspiel. Hey, da wird jetzt mit Sicherheit geguckt. Garantiert geht jetzt der Bund hin, verklagt die Stadt. Die Stadt verklagt den Hersteller der Solarpaneele, die falschen geliefert haben. Weil sie nicht wussten, für was die gedacht worden sind. Obwohl, Solarpaneele sind ja auch eigentlich nicht dafür gedacht, auf den Boden gelegt zu werden, damit man drüber fahren kann. Hersteller und Stadt vor Gericht streiten, wird der innovative Solarweg für Radfahrer offiziell gesperrt. Aber daneben hat sich ein noch innovativerer Weg gebildet, ganz ohne Solar. Vor allem, wenn man mit dem Koffer so ankommt, muss ich jetzt durch den Matsch da laufen. Äußerst schlecht. Im Nachhinein sind hier die Bürger verarscht worden. Ja, das passiert aber ja öfters in der Politik, dass man verarscht wird. Die meisten Politiker gehen bei der Wahl nämlich nach dem Motto, was duckt mich mein Geschwätz von gestern heute? Gut Deutsch gesagt. Naja, statt der 12.000 Kilowattstunden kamen am Ende nur 148 zusammen. Aber immerhin mehr als nichts. Da kostet die Kilowattstunde mal rechnen ja nur 1.013 Euro. Die Energiewende gibt es nun mal nicht zum Nulltarif. Ja, das ist wirklich so. Zum Nulltarif gibt es die natürlich nicht. Allerdings muss ich auch dazu sagen, was momentan bei uns im Strom- und Gasbereich abgeht, ist wirklich frech. Die Leute, die neue Stromtarife abschließen, kriegen Billigstrom wieder geliefert. Und die Leute, die schon seit Jahren in den Verträgen hängen, keine anderen Verträge machen können, aus welchen Gründen auch immer, das sei mal jetzt mal dahingestellt, die dürfen teuer bezahlen und werden ruiniert. Und am Ende wird ihnen der Strom abgeschaltet. Naja, gut. Das war vielleicht eine schöne Idee. Sie hätte man etwas anders umsetzen sollen, dann wäre es vielleicht auch funktioniert. Und den Radweg jetzt komplett zu sperren, ist natürlich ganz beknackt, weil, jetzt können auch nicht mal die Fußgänger da langlaufen. So, ja, aber wieder eine schöne Folge vom realen Irrsinn. Es ist perfekter realer Irrsinn in Deutschland. Sowas gibt es nur in Deutschland. Woanders gibt es sowas nicht, echt. Also,
nichts. Aber danke dir, Schildi, für das Vorschlag dieser Folge. Fand ich wieder sehr, sehr schön. Und ich konnte mich wieder wunderbar aufregen. Ich liebe das, wenn ich mich aufregen kann. Ja, natürlich, wenn euch diese Folge mit mir gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen hoch freuen. Auch ein Abo wäre nicht schlecht. Und wenn ihr da unten gerade seid, das Glöckchen aktivieren. Und ganz unten ein Stückchen bei der Tiefe, da könnt ihr einen Kommentar hinterlassen mit Ideen, Anregungen, Kritik und so weiter. Auch Vorschläge, was man mal reacten könnte. Seht ihr ja hier, eine Folge vom Schildi und ist reacted worden. Und wenn ihr das Ganze auch bei den Kollegen von Extra 3 machen wollt, weil die freuen sich auch darüber, habe ich unten in der Beschreibung den Link zum Originalvideo verlinkt. Und wir machen das natürlich wie immer. Es gibt ein Däumchen nach oben, weil abonniert habe ich das Ganze schon. Und ja, da bleibt mir dann nur noch zu sagen, für diese Folge, ich danke fürs Zuschauen, sag euch Tschüss, eure Josie.